Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde und auch salvierte Spectatorius zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Warhammer 3 mit mir, dem genau auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Wulfric. Und fast haben wir unser Achievement geschafft, fast. Ich habe schon so zwei, drei Runden habe ich nochmal weitergespielt. Da ist auch tatsächlich nichts passiert. Aus irgendeinem Grund haut unser Gegner die ganze Zeit vor uns ab. Also ich habe keine Ahnung, was das für ein komisches Verhalten ist. Wir rüsten auch hier gerade so ein bisschen auf. Ich habe mir auch gedacht, wir holen uns hier vielleicht auch noch irgendwie einen Helden oder so noch irgendwie mit rein. Müssen wir gleich mal gucken. Was wir auf jeden Fall jetzt auch so ja noch in Erwägung ziehen könnten. Ich weiß nicht, wo wir den... Haben wir noch irgendeinen, der echt so komplett nixkönnerisch ist? Naja, gut, so, es geht eigentlich noch, ne? Nichts können unsere Agenten ja alle. Ja, also ich will eigentlich ganz gerne gegen den kämpfen, aber der haut die ganze Zeit ab. Komisch, der hatte vorhin weniger Truppen. Jetzt hat er mehr. Vorhin hatte der keine, oder? Ah, jetzt wird mir angezeigt, dass da Fragezeichen sind. Okay, das wurde vorher auch nicht angezeigt. Okay, ist ja witzig. Naja, gut. Also, Wulfi kann sich wieder bewegen. Nächstes Ziel, klar, Caront, würde ich sagen. Da können wir mal so langsam in die Richtung weiter ziehen. Weiß es auch gar nicht mehr. Kommt da noch irgendwie... Kommt da jetzt noch viel bei rum? Wir dürfen gespannt sein. Hey, 76% Fehlschlag. Also, ja, es hat vielleicht dann doch echt was mit den Fraktionseffekten zu tun. Erfolg, 41%. Okay, doch nicht. Okay, puh, ich weiß nicht, ob ich den rauskicken soll. Einfach schon mal hier rüber. Denn wir wollen ja sehen, ob da hinten auch noch so ein Held kommt, ne? Geh nochmal atzen. Auch viel Schaden. Schade. Immerhin gibt's ein Level. So, ach ja, wir können mal schauen, gibt's hier irgendwas Besonderes? Wir können hier tatsächlich noch nichts... Oder? Lass mal kurz gucken. Vampirküssermesser, Ex-Mann, Dunkelelfen. Was brauchen wir da? Besitzt Nagarond. Aber Nagarond ist ja da oben. Das gehört ja der Balk her. Das gibt ihr doch niemals her. Ja, also das ist echt auch nicht gut durchdacht, ne? Das braucht und macht ja einfach keiner, ne? Gut, aber wir haben immerhin den Bonus gegen das Imperium. Warum nicht? Wir machen noch den Bonus gegen Bretonia, der könnte auch noch kommen. Würde ich sagen, ist auch nicht so unwahrscheinlich. Und dann können wir immer noch Monsterjäger machen. Na, also, ja. Okay, wir gucken noch bei den anderen Sachen. Das Leveln, das schiebe ich immer so ganz gerne vor mir her momentan. Ja, greif du noch mal an. Dann reißen wir das noch mal nieder. Bleiben bei der Krähe, ja. Gewinnt folgende Schlacht. Herausforderer des Adlers. Das ist die letzte Herausforderung. Okay. Vielleicht müssen wir die wirklich gewinnen in irgendeiner Konstellation oder so. Uns gehört damit die nächste Provinz. Das meinte ich gar nicht. Die Siegbedingungen wollte ich nochmal aufschlagen. 69 von 80. Ja, kann sich doch sehen lassen. Ich weiß noch nicht, ob ich da hoch will. Es sieht ja irgendwie ganz verlockend aus, aber... Da ist bestimmt irgendein Haken dabei. Wir gehen hier rüber. Ja, bei unseren aktuellen finanziellen Mitteln könnten wir uns das noch überlegen, ob wir noch eine weitere Armee aufstellen.
Wir machen das ja auch eigentlich gerade, ne? Ja, schick den mal hier hoch. Der kann da oben noch mal ein bisschen... Kann da oben noch mal ein bisschen gucken, was da so los ist. Vor allen Dingen, wir haben halt auch so viele Charaktermodelle, ne? Tatsächlich. Wir könnten hier noch eine weitere Armee zusammenbasteln. Lohnt sich das denn für uns? Welche gibt es noch hier? Ah ja, noch so ein... Genau, so ein Flurunhold. Okay, nehmen den heimtückischen. Heiter. Markante Narbe. Ja, und Zauberer geht dann jetzt halt momentan nicht, aber ist ja auch okay. Komm du hier runter. Weiß gar nicht, haben wir noch irgendwas vergessen? Also klar, ich habe jetzt ganz viel nicht gelevelt, aber so ist das halt. Wir können nochmal nach Ausbaumöglichkeiten gucken. Das ist auch, glaube ich, also auch hier muss ich nochmal sagen, vergleich mal das mal mit den älteren Total War Teilen. Ich bin mir nicht so sicher, ob das hier wirklich, ob das hier so wirklich richtig gelungen ist, ne? Also, stellen wir uns mal vor, Medieval 2, ne? Medieval 2 hat ja einfach nur einen Bruchteil dieser ganzen Siedlungen, ne? Also, das sind ja deutlich weniger als hier. Und da kannst du tatsächlich, finde ich, ja, da kannst du ja wirklich alles verwalten, ne? Also so, ich meine, das dauert halt am Ende ganz schön lange, auch bei Medieval. Auch bei Rome, also wenn man halt einfach mal so 60 Siedlungen hat oder 40 oder so. Aber da kannst du halt wenigstens so eine Baureihenfolge festlegen, ne? Und wenn du das halt hier könntest, weil da hast du ja eine Queue, das geht ja hier nicht mehr, das gibt's gar nicht mehr. Vor allen Dingen, weil das Spiel ja immer sofort das ganze Geld abzieht. Vielleicht ist das auch deswegen nicht gut realisierbar. Überlegt euch mal, wie viel komfortabler Warhammer 3 wäre, wenn hier die Möglichkeit bestehen würde, dass du... Oh, warte mal, das kann man auch noch ausbauen. Wenn hier die Möglichkeit bestehen würde, dass du so eine Baureihenfolge festlegst, ne? Also ich halte das für eine sehr große Chance. Das wäre eine sehr große Chance in dem Spiel. Aber vielleicht hat man sich da nicht so rangetraut bisher. Wer weiß, wird es Gründe für geben. Kostet vielleicht zu viel Geld oder was weiß ich, aber das ist auch nur plus eins, ne? Ja, es gibt noch nicht mal irgendwelche zusätzliche Boni auf Level bei Rekrutierung oder sowas, ne? Also diese ganze Fraktion wirkt auch nicht so wirklich durchdacht. Ja, was wirkt hier an der Fraktion? Was wirkt hier denn da so richtig durchdacht? Okay, warte mal, wir machen das anders. Dann erhöhen wir auch hier die Rekrutierungszahl nochmal. Vielleicht bin ich da jetzt ein bisschen zu streng, aber ich weiß nicht. Also je länger ich das hier zocke, desto mehr fallen mir diese Dinge auf, ne? Desto mehr habe ich den Eindruck, dass gewisse Kampagnenmechaniken nicht so wirklich zu Ende überlegt worden sind. Dass man sich so gedacht hat, hey komm, wir packen an das Ende einfach so einen mega krassen Bonus und dann ist gut. Oder dass man sich hier überlegt hat, hey komm, man soll das irgendwie so spielen und dann soll das und das passieren. Das ist so, wie wenn man, weiß ich nicht, ne, wie wenn man sich so überlegt, so man plant so einen Workshop mit Kollegen oder so und dann denkt man so, ja okay, ich will jetzt mit denen das und das besprechen und dann soll so im Endeffekt am Ende soll dieses und jenes Produkt entstehen, aber man macht sich überhaupt gar keine Gedanken darüber, was die Kolleginnen und Kollegen so sagen könnten. Also wenn man das so komplett aus... So wirkt das hier so ein bisschen, ne? So nach dem Mod... Also so der Weg ist überhaupt nicht bekannt. Also das Ziel, da hat man sich, glaube ich, schon so Gedanken drüber gemacht. In manchen Fällen mehr, in manchen Fällen dann auch weniger. Aber über das Ziel, da hat sich keiner Gedanken gemacht. Und guck mal, der Typ da, der haut einfach nur ab. Was ist das denn hier für eine Witznummer? Der Typ ist Stufe 3. Ich kann ihn doch nicht mal mit meinem Stufe 3-Helden angreifen.
WTF? Was soll das? Ja? Läuft es jetzt darauf hinaus, dass ich diese Kampagne nicht abschließen kann, weil der Typ einfach nur abhaut? Wenn nicht das erste Mal in einem Total War Spiel, oder? Oder der will nur mit Wulfric kämpfen, das kann auch sein, ne? Vielleicht ist er so ein bisschen, vielleicht ist er so ein bisschen eitel. Sag ich so, nee, ich kämpfe nur mit den echten Wulfrics. Weiter. Ne? Kann natürlich sein, dass der ja jetzt auch seine kurze Kampagne erfüllt hat. Ui, 23. Für wie lange noch? 2 Runden. Aber es bringt uns keinen wirklichen Vorteil, ne? Wir sind immer noch bei 10 Runden für die Erforschung. Apropos keinen wirklichen Vorteil. Das ist zum Beispiel auch was, was ich extrem anstrengend finde. Wenn man mal überlegt an die Kampagne mit den Gruftkönigen, ne? Und dann nachher, dann levelst du einfach überhaupt nicht mehr. Fataler Fisch, ne? Nee, du levelst nicht, Entschuldigung, und nachher gehen deine ganzen, diese ganze Forschungsnummer geht ja dann komplett in den Bach runter. Alter, woher hat er denn die Einheiten jetzt gekriegt? Hat er die über einen globalen Slot rekrutiert oder was? Von wo denn? Von der Giftlichtung oder so, ne? Kann das sein? Naja, gut, wir dürfen gespannt sein. So ist er wenigstens noch nicht so wahnsinnig gefährlich, ne? Nachher, das ist auch da, das wäre so cool, wenn man da so einen Pfad festlegen könnte im Vorfeld, ne? Wenn du so festlegen könntest, okay, erst der Skill, dann der Skill. Oh, krass, guck mal, die Zwerge haben Nagaround eingenommen. Hm. Oder wenn man hier die Helden einfach nur sortieren könnte, das wäre auch schon wieder so ein krasser, also das wäre so ein krasser Gewinn in dem Game. Ja, ne, da bleibt er stehen. Das sind jetzt die Skillpunkte, die kommen. Das sind jetzt die Gebäude, die ich nicht bauen werde. Und dann ist die Runde auch schon wieder zu Ende. Okay, der greift jetzt hier an. Er hat tatsächlich einen Einheitsschattenkrieger dabei. Ich hoffe, dass wir es trotzdem verteidigen können. Gucken wir mal. So, da sind wir. Gefecht starten, go. Ich habe hier mal ein paar Einheiten da in diesem Wäldchen versteckt. Und den Rest, den schicken wir hier hin. Und dann gucken wir mal, wann er sich sehen lässt. Also das Ding bei Aleth Anna ist ja, dass die Einheiten hier erstmal versteckt rumschleichen, ne? Ich weiß nicht, nehmen wir 4. So, stellen wir hier auf und dann stellen wir die da rein und dann können wir mal gucken, ne? Weil, also, Schattenkrieger könnten wir noch versuchen, eventuell hiermit zu erwischen, ne? Aber da brauchen wir auch 2 Einheiten, eine wird nicht reichen. Wichtig ist mir, dass wir nicht gegen Aleth Anna direkt kämpfen, weil gegen den haben wir keine Chance. Ja, der kann ja, glaube ich, diesen komischen Raketenangriff machen, ne? Also diese komische Bazooka-Attacke. Ja, müssen wir halt mal gucken. Und das sind jetzt hier seine... seine Schattenkrieger. Die haben jetzt auch wieder, ne? Wieder zurück. Hier, wir haben ja uns gesehen. Sie hauen die ab, wenn ich nach vorne gehe, ja. Mhm. Ich schmeiß die Äxte mal auf den hier.
Der rüstungsdurchdringende Schaden, der könnte was reißen. Muss uns ein bisschen beschleunigen, glaube ich. Bisschen schneller, bitte. Ist auch schon wieder so eine krasse Verschwendung, dass wir hier unsere Fernkampfangriffe auf diese Schrottreiter da ausgeben müssen. Das ist hier Schattenkrieger und Elise, okay. Ja gut, dann jetzt mal hier rüber. Vielleicht erwischen wir die Schattenkrieger, zumindest so in Ansätzen. Hier, darauf schießen bitte. Kannst du auf den werfen? Wow, die verlieren gegen die Ellies. Aufgrund von Moral, oder was? Wenn man es zu zweit versucht. Besser. Aber auch nicht wirklich mit einer guten Chance, ne? Na gut, dann verkaufen wir uns wenigstens möglichst teuer. So, Problem ist, jetzt kommen die, genau. Und die zerrupfen jetzt hier unsere Curtis. Ja, ist aber okay. Kommen wieder, wenn wir ein bisschen Glück haben. Hier rüber. Ah, guck mal, der Chase die, krass. So, dann geben wir mal ein bisschen Gas hier auf seine Einheiten. Sind wir noch hier so ein bisschen stehen? Warum funktioniert die Pause gerade nicht? Okay. Was ist los? Alter. Ne, das ist er jetzt, ne? Das geht nicht. Das geht unklar. Ja, krass. Okay, mein Touchpad funktioniert nicht mehr. Dann müssen wir das jetzt anders steuern. Okay, so. Langsam machen. Go. Okay, ab hier rüber. Warte mal, hä? Ach, der hat so ein Trugbild gemacht, ne? Ja, der kann diese Trugbilder, kann der machen, ne? Die dann mitkämpfen, ja, ja. Bisschen schneller vielleicht. Das ist auch so krass, ne? Dass der dann die Ellies wieder zurückholt. Mach das aus. So, langsam machen. Ja, okay. Wenn wir Glück haben, schaffen wir es hier in dem Wald, seine Schattenkrieger platt zu machen. Ja. Mach das Autofeuer aus. Okay.
Ein bisschen schneller. Oh, die kommen nicht wieder, das ist gut. Kommt zurück. Charge. Nice. Kommt zurück. Ja, der kommt nochmal wieder. Das alles an. Na, nochmal. Packen wir den da rein. Chaos Marauders! Drag us to the south! Fight! Komm, greif ihn an. Commandos! Now! Your will! Heat your souls! Nur den hier angreifen, bitte. Nur den. Bring us the carnage! Gut. Chaos Marauders! Charge! Ja, der muss auf jeden Fall irgendwie da raus, weil gegen dieses Trugbild zu kämpfen ist auch sinnfrei. Wir haben uns einfach arrest mit diesem Drecks Trugbild, ne? Ach, Kinder, komm, jetzt hör mal auf, ey. Langsam wird's jetzt aber albern. Hier! Alter, wo lauft ihr hin, ey? Oh, Alter. Haben wir eine Munition? Okay. Gut, wir dürfen nicht unsere komplette Munition aufbrauchen. Danke, dass ich mein Spiel nicht mehr gescheit steuern darf, übrigens. So, und weg mit dem hier. So, mach ihn platt. So, wo ist der Boss? Der ist da. Und go. Raus, raus, raus. Charge und raus. Und charge. Und raus. Und Angriff. Und charge. Und charge. Und raus. Und charge. Was willst du machen? Ah, sein Druckbild wieder Gold. Oh Gott. So. Taktischer Rückzug. Darüber, darüber. Genau. Nicht gegen das Druckbild kämpfen. Nicht gegen das Druckbild kämpfen. Attacke hier, Attacke hier, Attacke hier. Go, go, go. Komm, komm, komm. Attacke. Komm, guck mal, der hat so gut wie keine Moral mehr. Wie viel Moral hat er noch? 87. Er hat fast nichts mehr. Attacke. Komm, schneller. Ja, komm. Raus, 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 raus. Ah, schade, wir schaffen halt den Boss nicht. Ne? Stufe 37 Held, was wollen wir denn da machen? Was will das Chaos gegen so viel Wahnsinn ausrichten? Schade. Hätte halt fast geklappt, aber die Schattenkrieger waren wahrscheinlich zu krass und vor allen Dingen seine Stufe 37. Sein Stufe 37 Charaktermodell. Oh fuck, aus irgendeinem Grund haben die ihre komplette Munition verballert. Das ist nicht gut, weil das geht auf die Moral. Wenn du keine Munition mehr hast, kriegst du Moral mal los. So, weiter geht's. Leute, ey. Das Spiel will es auch nochmal spannend machen, ne? Leider schaffen wir es nicht. Aber okay. Ja, 316 Kills hat er gemacht, ne? Ist doch brauchbar. Oh, er hat es nur ausgeraubt. Okay. Spannend. Ob das so gut für ihn war, wer weiß. 721 Gold hat er gemacht, immerhin. So, die Sala sind vernichtet, dann kommt das Imperium jetzt zu uns, oder? Schädelsammler kommen. Wo? Okay.
So, du musst bitte dein Schlachtross. Oh, Leute. Okay. Fraktion. Nicht mehr so stark. Stärkerang 70. Von 72 oder so, ne? Also da. 1. Killing at last. Take what's theirs. Und Attacke. Aushauen. I hear the Widowmaker. Ja, Caront haben wir schon ausgebaut, oder? It's done. Ja, haben wir. Done. I am the Wanderer. Yes, or not. Warte eine Sekunde. No escape. Enslave the sun. Kaka. Und besiedeln. Schön. Despoil and ravage. Overrun the world. So, ganz fantastisch, ne? Blablabla. Magst du hier nochmal versuchen zu. Ne, besser nicht, ne? Wenn ich jetzt nochmal Technologie stehen bei dir nehme. Wie viel Chance hast du dann? 37. Turn it to rubble. Erfolg. Mach mich schwach. To the four corners. Wolfric geht mal hier hin. Und ich sag jetzt mal an der Stelle. Wir machen hier. Oh Gott, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Wir machen jetzt hier eine kurze Pause bei der Aufnahme. Und wir sehen uns dann wieder, wenn ich die nächsten questrelevanten Schlachten machen kann. Warte mal kurz. Ja doch, der kann auch klauen, ne? Du kannst hier hin. Speak then. Denn ich glaube, also die anderen Sachen, ne, also sonst zeige ich ja wirklich jede Runde das Gleiche, ne? Ich glaube, das ist ja jetzt, das ist ja bekannt, ne? Oh, Leute, oh Gott, ja. Gut, also wir vernichten jetzt alles an, na, und dann verteidigen wir uns da gegen die Hochelfen oder so, aber da machen wir uns jetzt, ja, da müssen wir jetzt auch nicht so, müssen wir uns jetzt auch nicht überanstrengen. Also vor allen Dingen, ich meine, weil unsere Questgegner abhauen. Wo ist der andere überhaupt? Rennt der hier überhaupt noch irgendwo rum? Nee. Wo ist der? Den gibt's hier nicht. Wo ist der? Warte mal, du musst ein bisschen näher ranzoomen. Sonst sehen wir den nicht, ne? Ja, guck es dir an. Also. Ja. Schön wäre es gewesen, aber der Typ haut einfach ab. Also da machen wir hier kurz einen Cut. Dann sehen wir uns gleich wieder mit diesem, dann sehen wir uns gleich wieder mit dem Wolfric. Der macht die Questschlacht. Vielleicht reicht das schon für den Kampagnensieg. Ich weiß es nicht. Also hier steht ja, wir müssen alle Herausforderer, die kommen, da alle gegen euch entsandten Herausforderer. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich die überhaupt stellen kann. Die hauen ja die ganze Zeit ab. Die kommen ja gar nicht zu uns. Ne? Also von daher, ich würde sagen, wir machen hier kurz einen Cut und sehen uns dann demnächst wieder.